Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus willkommen zu einer Vortragsveranstaltung mit Professor Wolfgang Streeck zum Thema politische Ökonomie des Konservatismus antikapitalistisch, prokapitalistisch. Die Bibliothek des Konservatismus hält ja konservatives Denken in seiner ganzen Bandbreite vor, von etatistischen bis zu libertären Positionen, christlichen bis zu postchristlichen Positionen, transatlantischen, mitteleuropäischen, eurasischen, aber eben auch kapitalistischen und antikapitalistischen Positionen. Im letzteren Punkt widmet sich heute Abend unser Referent. Dabei geht er mit Josef Schumpeter davon aus, dass der Kapitalismus vom Prinzip der schöpferischen Zerstörung gekennzeichnet sei. Wie, so fragt er deshalb, kann angesichts dessen ein Konservatismus, dem es ums Bewahren geht, kapitalistisch sein? Oder kann er es nicht? Insgesamt geht er also in seinem Vortrag ein auf die Frage, wie es um das Verhältnis von Konservatismus und Kapitalismus bestellt ist. Wolfgang Streeck, geboren 1946, studierte Soziologie in Frankfurt am Main, unter anderem bei Theodor Adorno und in New York. Er lehrte an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland und war bis 2014 Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Er ist Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Vereinigungen, unter anderem der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Academia Europaea. In den letzten Jahren ist Wolfgang Streeck immer wieder mit profilierten Meinungen an die Öffentlichkeit getreten. So warnte er vor unkontrollierter Massenzuwanderung, aber auch vor amerikanischem Imperialismus, zeigte sich skeptisch gegenüber der EU, lobte Grenzen und den Nationalstaat, beteiligt sich aber seit 2018 auch an der Initiative Aufstehen der linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Als ob das alles nicht schon genügt, ist er heute Abend auch in der Bibliothek des Konservatismus. Insofern noch ein kurzer Hinweis auf Ihre Veröffentlichung, lieber Professor Streeck. Zuletzt erschienen Ihre Bücher Gekaufte Zeit, Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus von 2013 und Zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus von 2021. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier bei uns begrüßen zu dürfen, lieber Professor Streeck, und bitte Sie nunmehr ums Wort. So. Ja, ein bisschen runter wahrscheinlich, wenn Sie das eben machen wollen. Eigentlich hatte ich es schon. Probieren Sie mal, ob es geht. Ja. Sollte doch reichen. Geht es? Es geht. Dann machen wir das doch so. Ja, ja. Ja, sehr, sehr schönen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe ein etwas abenteuerlich oder abenteuerlustige Charaktereigenschaften und deshalb bin ich auch heute Abend hier. Aber neugierig auch. Und ich bin sehr gespannt, wie wir in der Diskussion dann zurechtkommen. Ich habe darauf verzichtet, jetzt einen völlig durchlackierten Vortrag zu machen, sondern eigentlich ist das, was ich Ihnen jetzt vortragen werde, eine Serie von Fragen und von, dann auch ernst gemeinten Fragen, wie in dieser Republik im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verschiedene Fraktionen unserer Gesellschaft es schaffen können, sich nicht gegenseitig den Kopf einzuschlagen, sondern miteinander zu sprechen und sich auf die Kraft des Arguments verlassen und nicht der Faust. Wir werden mal sehen, wie die Grundlage dafür aussieht. Politische Ökonomie des Konservatismus, also schöpferische Zerstörung, haben wir gehört. Aber da gibt es ja noch einen anderen. Ich kann Ihnen diesen mal sehr empfehlen. Lese Ihnen daraus jetzt mal was vor. Die meisten werden den Herrn und diese beiden Herren ja kennen. Die waren noch sehr jung und
hatten aber doch einen gewissen Durchblick. Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Wo sie zur Herrschaft gekommen, hat sie alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Also schreiben konnten die ja. Ne? Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Marx und Engels, Kommunistisches Manifest. Ich konnte das jetzt weiterlesen, dass das Loblied auf die Bourgeoisie, also wie die Welt ernüchtert hat und damit dafür gesorgt hat, dass jetzt die wirkliche Frage gestellt werden kann, nämlich die nach der Freiheit in einer komplexen, modernen Gesellschaft. Ja? Darauf komme ich am Schluss zu sprechen. Ja, das Mikro nicht, aber den Ton hinten, den Lautsprecher. Ne? Ja, also ich fange an mit einer These. Wir sind ja jetzt ein paar Jahre, fast 200 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest. Die Selbstzerstörung des bürgerlichen Konservatismus durch das Fraternisieren des Bürgertums mit der unbürgerlichen, schöpferischen Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft. Ich werde das jetzt ausführen, was ich damit meine. Nicht? Wie wir gehört haben, der Kapitalismus entwertet alle Traditionen, die der Konservatismus für ihn erfindet und zwingt ihn zu immer neuer Erfindung von Ewigkeitswert beanspruchenden, dennoch immer kurzlebigen Traditionen. Das, was der Konservatismus als das zu Konservierende beschreibt, ist etwas, das ungeheuer schnell sich verändert. Und das ist ein Widerspruch in sich selber. Wenn man so will, sogar ein dialektischer. Dies beraubt den Konservatismus seiner Glaubwürdigkeit und treibt diejenigen, die im Wandel nach Beständigkeit suchen, in die Hände reaktionär millenaristischer politischer Bewegung. Wo ist die Beständigkeit im Konservatismus? Schauen Sie sich mal die CDU an, so seit 1948, oder schauen sich die britischen Konservativen an, oder das, was an Konservativen in Frankreich übrig geblieben ist in der Politik. Da suchen Sie mal die ewige Substanz, die da dahinter steckt. Da können Sie lange suchen. Nicht? Statt mit dem progressiven Befreiungspotenzial der kapitalistischen Moderne, Vertrag statt Status, Individualismus statt Kollektivismus, hat sich der bürgerliche Konservatismus mit der autoritären Realität des Kapitalismus verbündet, indem er die reaktionären Elemente des vorkapitalistischen und vordemokratischen Erbes zu im Kapitalismus erhaltenswerten Traditionen erklärte, beziehungsweise ihr Weiterleben im Kapitalismus sowohl objektiv behauptete, als auch für wünschenswert und unentbehrlich erklärte. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Der Unternehmer als Führer hatten wir ja mal. Ja? Sagt ihr heute auch gerne mehr. Paternalismus als Führungsprinzip. Der Kapitalist, der Besitzer, nicht wahr, ist dafür verantwortlich, dass es seinen Leuten, die es leider nicht dazu gebracht haben, irgendwie einigermaßen gut geht. Paternalismus. Ja? Und die schulden ihm dafür Dank. Und treten der SPD nicht bei oder gar den Gewerkschaften. Ja? Auch vorbei. Die Belegschaft eines Betriebs als Gefolgschaft hatten wir auch. Sagt aber heute auch keiner mehr.
der Betriebsführer und seine Gefolgschaft. Das geht schon deshalb nicht, weil, ja, nicht nur, weil es anrüchig klingt, das geht schon deshalb nicht, weil es gibt, in den meisten Läden gibt es ja gar keinen richtigen Besitzer mehr. Da gibt es ja die professionellen Manager mit ihrem Harvard Business School Degree, die kommen und gehen. Im deutschen Mittelstand gibt es ja noch so ein paar Familien, aber erinnern Sie sich an eine gewisse Drogistenfamilie, wo hinterher das Erstaunen groß war, wie viel paternalistische Gefühle die Erben noch für die Belegschaft übrig hatten. Ja? Also Loyalität und Dankbarkeit als Pflicht der Arbeiter im paternalistischen Betrieb. Der Betrieb als Familie und die Betriebsfamilie. Das geht unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man stabile Belegschaften hat und alle sind irgendwie so auf einem Lohnarbeiterstatus. Aber heute sind die Gewerkschaften, sind die Betriebe zerlegt. Da gibt es die und dann gibt es Leute, die kommen da rein, gehen wieder raus. Die Stammbelegschaften sind klein. Auch die Stammbelegschaften haben entdeckt, dass es einen Arbeitsmarkt gibt und dass man den Chef nicht unbedingt bis zur 40-jährigen jubiläumsgoldenen Uhr durch dick und dünn anhängen muss. Ne? Was ich Ihnen davon vorgelesen habe, war ja nicht umsonst. So ganz daneben lagen die nicht. Was man dann auch noch sehen kann, ist, dass auf diesem Feld der Konservatismus das zur Tradition ernennt, was der Kapitalismus braucht, in der Regel mal brauchte, ohne es selber erbringen zu können. Da gibt es nichts von vorne. Man weiß jetzt nicht, was mache ich mit dem zerlegten Betrieb und mit den fluktuierenden Belegschaften und mit der prekären Beschäftigung. Welches Bild entwerfe ich als konservatives Leitbild für einen solchen Betrieb für die Zukunft? Ja? Das wird schwierig. Und da kann man sich immer dran versuchen. Heutzutage machen das die Betreffenden gar nicht mehr, sondern die bitten eine PR-Firma darum, sozusagen ihnen etwas zu erfinden. Nicht? Aber dass es eine Erfindung ist, sieht man von außen. Und die Betreffenden verstehen das auch. Nicht? Also der Konservatismus ernennt zur Tradition, was er glaubt, dass der Kapitalismus es braucht. Und was er in seinem Lauf wieder laufend zerstört. Was also sowohl legitimationspolitisch als auch aus funktionalistischer Sicht eine ständige Neubestimmung des Inhalts der Tradition erforderte. Flexibilität im Arbeitsmarkt, wechselnde Eigentümer, flexible Kapitalmärkte. Intrapreneurialism hieß das mal eine Weile, das ist aber auch schon wieder out. Unpersönliches Eigentum, die Aktiengesellschaft, ja, wem gehört die Bude hier? Das weiß man gar nicht mehr so genau. Wen will man hier auf paternalistische Treue einschwören, ja? Also Treue überhaupt. Zweiter Punkt, da habe ich überschrieben mit auch vorher schon ständig auf dem Rückzug. Ja, jetzt würde ich erstmal. Sie sehen alles keine guten Botschaften, aber am Schluss mache ich einen Vorschlag. Ja, ein Vorschlag zur Güte. Ich weiß aber nicht, ob Sie das so sehen werden. Wie entscheidet der Konservatismus, was in der Tradition enthalten und für ihn erhaltenswert ist? In anderen Worten, welche der zahlreichen und vielfältigen Vergangenheiten, die ihm zur Verfügung stehen, sucht er sich aus? Wie weit reicht das durch den Konservatismus zu Konservierende zurück? Bis an den Anfang der Menschengattung? Naja. Bis ins Mittelalter, Herr und Knecht? Gab es auch. Es gab so Theorien. Ja. In das Ancien Regime vor der Aufklärung, Gott als Quelle weltlicher Herrschaft. Ich wohne in Brühl. Da ist das UNESCO-Welterbeschloss des damaligen Clemens August, zugleich bayerischer Prinz, Kölner Erzbischof, Kardinal,
ja, ich weiß gar nicht, was da alles noch war. Ja, Herr des Deutschritterordens tatsächlich. Ja. An dem Haus, wo ich wohne, ist immer noch so ein kleines Ding dran vom Deutschen Orden. War das jetzt das, wem man nachtrauern muss? Ja, er ist sang- und klanglos in der Französischen Revolution, hat sich diese Herrschaft aufgelöst. Muss man dahin zurückblicken und sagen, also da gibt es Bewahrenswertes. Ich will den faschistischen Disziplinarstaat gar nicht erst nennen. Oder vielleicht versuche ich mal vorzuschlagen, dass es eine gute Tradition wäre, sich den Wohlfahrtsstaat der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen als Tradition zurechtzulegen. In den 1970er Jahren kamen nämlich alle Menschen in diesem Land noch ohne Tafeln aus, wo sie hin mussten, um sich ihre Zusatznahrung abzuholen. Gab es da gar nicht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gab es nicht. Heute, es werden immer mehr. Heute, jetzt so in Nordrhein-Westfalen, 25% der Grundschulkinder kommen morgens in die Schule, ohne gefrühstückt zu haben. Stellen Sie sich das bitte mal vor. Grundschulkinder. Da gibt es so mildtätige Vereine, die schmieren den Butterbrote, wenn die reinkommen. Damit die nicht verhungern am Tag, während die da arbeiten sollen. Vielleicht könnte man sich das als konservativer vorstellen, als etwas Bewahrenswertes, dass es das nicht mehr gibt. Ich habe aber das von konservativer Seite noch nicht gehört. Also welche Epoche wird wie als Tradition ausgewählt? Und wie lange kann sie als designierte Tradition überleben unter den wechselnden Traditionserfordernissen des sich ständig schöpferisch revolutionierenden modernen Kapitalismus? Also ich bin jetzt so in der zweiten Hälfte meiner 70er und wenn ich so zurückblicke, was sich in den 50 Jahren alles geändert hat, ich komme darauf dahinter nochmal zurück, die Veränderungsgeschwindigkeiten sind absolut atemlos. Also im Siegerland aufgewachsen, da gab es noch die Stahlwerke Südwestfalen, sozusagen die SPD bestand aus den Vertrauensleuten der IG Metall in den Stahlwerken. Ja, das war eine geschlossene Gemeinschaft, kann man schon sagen. Ja, und eine politische Kraft. Und was sie da machten in den Stahlwerken, das macht heute kein Mensch mehr. Die gibt es auch gar nicht mehr. Ja. Und das ist nur ein kleines Beispiel davon, was in dieser relativ kurzen Zeit sozusagen sich alles ständig neu getan hat. Und das sind ja nicht nur technische Veränderungen wirtschaftlich, sondern die verlangen nach neuen Formen der Sozialordnung. Und Sozialordnungen sind klebriger, langlebiger als Technologie, sodass sie immer hinterherlaufen. Und dann braucht man irgendwie gewisse Leitbilder, dass man sagen kann, ja, was wollen wir denn? Jetzt kann man natürlich sagen, wir lösen das ganze Problem auf libertäre Weise. Jeder soll doch bitte machen, was er will. Ja, auch das lässt sich aber schwer durchsetzen, weil es eine ganze Menge Leute gibt, die finden das nicht gut. Und da, ich will dazu noch was zu sagen, und da entstehen dann das, was man soziale Konflikte nennt. So, also wo ist das Modell eines modernen Konservatismus? Dritter Punkt. Ist es vielleicht ein gegebenes Wesen des Menschen, das allen Vergesellschaftungsformen unvollkommen unterliegt und aus ihnen herausgearbeitet werden muss? Ja? Vielleicht. Kann man sich so vorstellen, wie dem platonischen Höhlengleichnis. Die Leute sitzen da und dann kommt da irgendwas auf der Wand, kann man sehen, ach, das könnte das Wesen sein der Sache. Aber wenn man aus der Höhle rauskommt, dann sieht man, das ist einfach nur Schatten, die da irgendein Licht wirft, das man nicht verstanden hat. Wie zieht man das Wesen, die Essenz aus so unterschiedlichen historischen Gestaltungen, territorial, über Zeit, wie zieht man da ein Wesen heraus, das dann für alle gleichermaßen gültig sein soll? Diese beiden hier hatten die Vorstellung, dass der Mensch sich in der Geschichte produziert. Es gibt nicht etwas, was es da sozusagen irgendwo am Boden liegt, sondern in der Erarbeitung
von Gesellschaft und gesellschaftlichem Lebensunterhalt entdeckt der Mensch durch die Konflikte, die dadurch entstehen, wie er sich weiterentwickeln kann. Ja? Das ist keine ontologische, sondern eine praxeologische Vorstellung. Die kann man die in einen Konservatismus einbauen. Ich frage ja nur, ne? Diese Ontologie, da gibt es irgendwas, ein Wesen, und das muss man nur erahnen. Ja, ich bin versucht, und ich mache das jetzt auch, noch mal einen von den beiden zu zitieren, ne? in den Grundrissen, über die Anthropologie, eine alternative, nicht konservative Anthropologie, die gleichzeitig, wie ich denken würde, eine humanistische Anthropologie ist. Wir reden jetzt über den Marx der Grundrisse. Und da finden wir Folgendes. Je tiefer wir in der Geschichte zurückgehen, jetzt über den Individualismus, über den modernen Individualismus, den er beobachtet in der Philosophie des 19. Jahrhunderts, wo der also beginnt. Ja. Je tiefer wir in der Geschichte zurückgehen, desto mehr erscheint das Individuum, daher auch das produzierende Individuum, als unselbstständig, einem größeren Ganzen angehörig. Erst noch in ganz natürlicher Weise in der Familie und in der zum Stamm erweiterten Familie, später, indem aus dem Gegensatz und Verschmelzung der Stämme hervorgehenden Gemeinwesen in seinen verschiedenen Formen. Ja, das können Sie sagen, so weit, so gut. Erst im 18. Jahrhundert, in der bürgerlichen Gesellschaft, so Marx, treten die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Zusammenhangs dem Einzelnen als bloßes Mittel für seine Privatzwecke entgegen, als äußerliche Notwendigkeit. Ja, dann gibt es eine Gesellschaft erst, wo der Einzelne sich von ihr distanzieren kann. Aber, sagt er dann, aber die Epoche, die diesen Standpunkt erzeugt, nämlich den des vereinzelten Einzelnen, ist gerade die der bisher entwickeltsten gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, na, dialektisch, aber immerhin. Ne? Und der Mensch, und dann kommt der Satz, den ich immer... wo ich konnte, über meine Tür gehängt habe. Der Mensch ist im wörtlichsten Sinn ein Zoon Politikon, gut, das nimmt er von den Griechen, nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in Gesellschaft sich vereinzeln kann, wobei vereinzeln individualisieren kann. Wenn man das aber ernst nimmt, dann ist diese Entwicklung hin zu dem freien, individuellen Menschen eine historische Entwicklung. Deren Modell kann man nicht in der Vergangenheit finden, sondern deren Modell findet man in der Zukunft. Aber man muss es sich erarbeiten. Marx nennt das Revolution. Das können Sie auch anders nennen. Das können Sie auch Aufklärung nennen oder sowas. Aber es geht nach vorne und nicht nach hinten. Und da ist meine Frage, kann man als Konservativer sagen, nein, du hast da Unrecht, Marx. Wir können das Modell der Zukunft sozusagen in der Vergangenheit finden. Es gibt dieses nicht. Da muss man jetzt dazu sagen, da ist ja interpretiert worden als eine mechanistische Entwicklungstheorie. Das geht immer weiter, da braucht man nichts zu machen, im Prinzip nichts zu machen. Nein, das meint er hier gerade nicht. Das entscheidende Wort hier ist Praxis. Der Mensch erschafft sich in seiner gesellschaftlichen Praxis. Ja. Dem kann man jetzt aus religiösen Gründen entgegenhalten, das kann so nicht stimmen. Und darüber muss man diskutieren können. Ja. Aber das ist ein sehr machtvolles Argument gegen eine konservative Sicht sozusagen des Menschen und der Geschichte. Das wollte ich eigentlich jetzt an dieser Stelle nur gesagt haben. Viertens, und jetzt kommen wir dann zu einem Punkt, der... wo ich Sie bitte, wenn Sie mit diesem hier nicht wollen, dann möchte ich Ihnen ein paar andere anbieten. Ja. Nicht, dass es Konservatismus nur auf der rechten, prokapitalistischen Seite gäbe. Linker Konservatismus als Antiliberalismus und vor allen Dingen Antilibertarianismus. Ja. Da haben wir nun machtvolle Traditionen.
die gesellschaftliche Produktion des Individuums betonen und nicht die ontisch von vornherein immer gegebene Individualität. Also der Mensch ist ein Individuum. Nein, sondern der Mensch produziert sich als Individuum, der kann sich nur in Gesellschaft vereinzeln. Ne? Adam Smith, ja, also das Buch über Wealth of Nations, ist ja bei Konservativen sehr bekannt, obwohl ich sehr raten würde, sich das da mal sehr genau anzugucken. Da gibt es einige erstaunliche Fallstricke drin für den, diese eine Geschichte ganz am Anfang über die Arbeitsteilung. Da sagt er, es gibt, ja, stellt man sich vor, es gibt einen Philosophen, also Philosoph heißt damals Wissenschaftler, also er. Und dann gibt es einen Street Porter. Wenn Sie mal in Edinburgh waren, dann wissen Sie, was der Beruf des Street Porters ist. Alles Berge. Wenn Sie das von der einen zum anderen hin wollten, dann mussten Sie einen haben, der das trägt. Die Leute liefen auf der Straße rum, die waren im Prinzip am Verhungern. Elende, aus dem Elend. Die gingen dann, und dann rief man die, komm her, tragen wir das mal hier zu John Smith, das sind 5 Bücher, die soll er sich mal angucken. Oder sowas. Und da sagt der Smith dann, ja, wie kann das sein, dass Menschen, die so gleich aussehen und von vornherein so gleich ausgestattet sind, dass der eine dann Streetporter wird und der andere, ich, Philosoph. Ja? Und da sagt er, es ist nicht der Unterschied der Menschen, die die Arbeitsteilung begründet, sondern umgekehrt die gesellschaftliche Arbeitsteilung, also die Statusordnung der Gesellschaft. Die Herkunft aus einer, die bestimmen die Arbeitsteilung. Denn, sagt er an der Stelle, solange die noch 3 oder 4 Jahre alt sind, ist zwischen dem Kind eines Streetporters und dem Kind eines Philosophen überhaupt kein Unterschied festzustellen. Nur hinterher sehen die plötzlich ganz anders aus und sind ganz anders. Das ist ungefähr so 3. Kapitel des Wealth of Nations. Ich kann das immer nur sehr empfehlen. Das ist ein vollkommen unkonservatives Denken, was ich da finde. Ne? Und dann hat er ja auch noch die Moral Sentiments geschrieben. Nicht nur Tausch und nicht nur Berechnung und nicht nur Vorteil, Truck, Barter and Exchange, sondern dass die Verbundenheit der Menschen durch gemeinsame moralische Gefühle, man kann auch sagen, die Sozialisierung in eine Kultur, man kann auch sagen, die Einbindung der Rationalität in eine Moral als menschliche Eigenschaft, die man nicht aufgeben kann. Ich würde sagen, das ist konservativ und steht einer kapitalistischen Weltdeutung und libertär-individualistischen sehr stark im Wege. Ayn Rand hätte damit nichts zu tun haben wollen. Ja? Durkheim, Conscience Sociale. Weber, wieso Weber? Religionssoziologie. Für Weber waren Gesellschaften ohne Religion in einem funktionalistischen Sinn überhaupt nicht möglich. Und die Kultivierung von gemeinsamen Handlungsorientierungen im Protestantismus. Der Protestantismus ist nicht, sagt er, und immer wieder, ist nicht sozusagen individuelle Bereicherung, sondern das entsteht aus einer ganz spezifischen Konfiguration, in der wir Angst haben, aus der Gesellschaft oder von Gott dafür bestraft zu werden, dass wir von Gott nicht ausgewählt worden sind. Wenn Sie fragen, wie ist das möglich? Da gibt es den Paulusbrief, wo der Herr sagt, ich habe Esau immer gehasst, schon bevor er geboren ist. Und Augustinus hat das gelesen und darauf beruht die Prädestinationslehre. Ja. Und dann Polanyi. Karl Polanyi, wie soll man den klassifizieren als Konservativen, nicht wahr? In the great, ja, als Konservativ. Ich klassifiziere ihn als Konservativ. Aber er kauft diesen Konservatismus durch einen Abschied vom Kapitalismus. Er sagt, in einer Gesellschaft Konservatismus kann überhaupt nur, das heißt Disziplinierung durch
humane Werte kann überhaupt nur in einer Gesellschaft stattfinden, die vom Kapitalismus Abschied genommen hat. Mal gucken, ob ich das jetzt gerade finde. Ja? The Great Transformation ist ein großes Buch von 1944, das endet mit einem Kapitel, überschrieben Freedom in a Complex Society. Und da zieht er seine, Freedom ist für ihn absolut entscheidend, dass eine Gesellschaft das, aber dann sagt er, dass nur eine Gesellschaft, die plant, das heißt, die über sich selber, über ihre Entwicklung kollektiv verfügen kann, kann Freiheit gewähren. Alles andere ist ein Leben in einem riesigen Risiko. Was passiert? Was kann als nächstes passieren? Ja? Und ich kann nur sagen, für mich war dieses Buch, das ich vor 30 Jahren oder so zum ersten Mal gelesen habe, also eine absolute Offenbarung. Nämlich, weil in der linken Tradition sehr häufig die Notwendigkeit einer ethischen Untermauerung einer guten Gesellschaft gegenüber der machtvollen Vorherrschaft eines bestimmten Interesses vergessen wird. Ja? Das ist nun hier überhaupt nicht so. Ich lasse das jetzt, ich finde das nachher vielleicht nochmal. Oder dann darf ich noch einen Autor anfügen, der auch in diese Ecke gehört. Mein Lehrer in Columbia Anfang der 70er Jahre, Amitai Etzioni, der jetzt vor ein paar Tagen verstorben ist. Und der dann irgendwann, ja, so ein bisschen in der Tradition, habe ich immer gedacht, der jüdischen Prophetie, in den 80er Jahren, als der Neoliberalismus sozusagen richtig durchstartete, versucht hat, dem eine kommunitaristische Theorie entgegenzusetzen. Also im Grunde das alte Thema. Freiheit ist nur möglich in einer Gesellschaft, die sich beherrschen kann. Die sich beherrschen kann. Und in der nicht ein großer Teil dieser Gesellschaft den Zufälligkeiten von Märkten international, national sozusagen ausgesetzt sind. Ja. Das ist ein Sozialstaat. Und Etzioni war ja nie antikapitalistisch oder sowas, aber er hat auch mal versucht, so zwischen den Libertären in Amerika und den eher Traditionalen, also eine Weile als Berater von Walter Mondale gearbeitet, versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Die Suche war immer... Also, ich will über den Mann vielleicht doch noch eine Sache sagen, dessen Name, denken die Leute alle, sei Italiener. Ich habe das auch am Anfang gedacht. Nein, der war, also Amitai heißt Wahrheit, Etzioni heißt Lang lebe Zion. Aber wirklich war sein Name Werner Falk, geboren 1929 in Köln, als Kind einer jüdischen Familie, die dann ein paar Jahre später über England in Israel gelandet ist, in einem radikalen, eine sozialistische Familie, in einem radikalen Kibbutz. Und er hat mir mal damals, als ich bei ihm studiert habe, gesagt, was er aus dieser Kibbutzzeit gelernt hätte als Kind. Das ist, dass ein dogmatischer Sozialismus nicht funktionieren kann. Und er hat das an folgendem Beispiel gesagt. Wir als Kinder wurden ja kollektiv erzogen in dem Kibbutz. Ne? Uns war verboten, Possessivpronomen zu verwenden, weil Dinge niemandem gehören durften. Da hat er gesagt, wir haben die erfunden als Kinder. Wir haben unsere eigenen Possessivpronomen erfunden und vor unseren Eltern versteckt. Ja? Dann ist er nach Amerika, in Berkeley, und hat seine Dissertation über die Spannung zwischen Individuum und sozialer Ordnung in den Kibbutzim geschrieben. Und er blieb sein Leben lang jemand, der immer versucht hat, sozusagen in so einer rabbinischen Weise sozusagen einen guten Mittelweg zu finden, in dem beide Seiten leben konnten. Ja? Sowohl individuelle Freiheit als auch soziale Ordnung. Kommunitarismus ist im Grunde genommen die Idee, dass man das kann. Und der Versuch, dass man das in einer amerikanischen Gesellschaft durchsetzen kann. So, jetzt komme ich
sozusagen als weiteres Material für unsere dann anfangende Diskussion zu meinem fünften Punkt. Ich habe 6 Punkte. Jetzt ist der 5. Konservatismus heute. Nicht? Angesichts der, wie das heute mittlerweile heißt, der großen Beschleunigung. Was ist die große Beschleunigung? Ja, wenn man so erdgeschichtlich guckt, was seit ungefähr 1945 geht das richtig los. Artensterben, Klimaerwärmung. Artensterben ist noch viel eindrucksvoller als das Klima. Da kann man sagen, naja, geht wieder zurück, also ist die Sonne und so weiter. Aber dass von so und so viel Millionen Insektenarten nur noch ein paar Millionen übrig sind und die Kurve immer weiter runtergeht, das kann ja jeder wissen, der einen Garten hat. Und ich habe jetzt mit meiner Enkeltochter für den Bund in unserem Garten die Insekten gezählt, eine Stunde lang. Das war erstaunlich wenig. Ja. Und also die große Beschleunigung. Wie kann man angesichts der großen Beschleunigung konservativ sein? Doch nur, indem man sich ihr entgegenstellt. Warum wird der Konservatismus angesichts der immer rascheren Naturzerstörung nicht revolutionär? Eine konservative Revolution, ja, eine konservative Revolution. Nicht zur Wiedereinführung von Hierarchie und Disziplin, sondern, wenn alle Zeichen dafür sprechen, zur Beendigung einer Lebensweise, die auf immer mehr und mehr und mehr hinausläuft. Ich weiß ja, dass es konservative Rhetorik gibt, die sagt, Leute, verlangt man nicht so viel, in der nächsten Lohnrunde ein bisschen weniger und ihr müsst auch nicht alle nach Malle fahren. Aber wenn gleichzeitig die Einkommensverteilung immer krasser wird, immer ungleicher wird, verfängt das nicht richtig. Ja? Also unten Wasser trinken und oben Champagner geht nicht. Ne? Das hat schon eine etwas weitergehende Implikation, wenn man das Sparen als Lebensweise oder das Einsparen. Oder sagen wir mal, die Wiederrückführung, was Keynes nennt, der Wants to the Needs, der Wünsche zu den Bedürfnissen. Nicht? Keynes sagt, in dem 20. Jahrhundert sind unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse weit, weit, weit vorausgegangen. Und könnte man sagen, wir sehen jetzt irgendwie, dass das nicht ewig so weitergehen kann. So. Wer sagt das den Leuten? Solange man sich damit mit der gegenwärtigen Wirtschaftsweise verbündet hat, kann man das eigentlich gar nicht sagen. Man kann dann auch nicht, ist unmöglich zur Bescheidenheit aufzurufen als einer traditionellen Tugend. Denn der Kapitalismus sagt uns ja, nein, nein, ihr sollt nicht bescheiden sein. Nein, ihr sollt auf die Philippinen fliegen. Und dann sollt ihr sozusagen mehr verdienen und härter arbeiten. Und ihr sollt überhaupt nicht bescheiden sein. Aber wenn man jetzt sagen würde, es wäre besser, ihr werdet bescheiden, wie kann man das? Man kann auch den Wert der Bescheidenheit, kann den Wert der Leistung und den Wert der Bescheidenheit erfüllen. Welchen greift man sich aus der Geschichte heraus? Nicht? Konservativer Ungleichheit, also schauen wir uns hin, Profit, Erbrecht, Ungleichheit als Belohnung für härtere Arbeit, angeborenes Talent, Mitgliedschaft in einer guten Familie, alle diese Verteidigungen, müsste man irgendwie sagen, ist ja alles schon ganz schön gut, aber es gibt ein gemeinsames Menschheitsinteresse, das darin besteht, dass die große Beschleunigung entschleunigt wird. All die Kurven, die da immer hochgehen, da muss einem Angst und Bange werden. Ja. Da muss ich sagen, ich übrigens gehe mit mir immer Angst und Bange, wenn ich die Kurven der Staatsverschuldung sehe. Ich gelte ja als Linker. Ja. Aber ich frage mich, stelle mir eine einfache Frage. Wie lange kann man das machen? Wie lange geht das? Wie lange geht das? Und dann geht man wieder zum Alltag über und vergisst diese Frage. Weil man sie nicht beantworten kann. Aber klar ist, dass es nicht ewig geht. Konservativer Antikonsumerismus würde auch eine tragende Säule des modernen Kapitalismus angreifen. Privaten durch kollektiven Konsum ersetzen. Dazu müsste man sich mit, dazu braucht man mehr Steuern. Ja? Ein großer Teil dessen, was heute so verhandelt wird als Anpassung, Umstellung,
Klimapolitik hat eigentlich was damit zu tun, dass man viel mehr Investitionen in kollektive Güter braucht. Man sucht jetzt nach allen möglichen Mitteln. Da sollen dann Venture Funds kommen und ihr Geld da reinstecken und so weiter und so weiter. Aber man kommt da nicht an die Stelle, wo man hin muss. Schauen Sie sich an, wir haben 30, 40 Jahre lang selbst die normale Infrastruktur sozusagen erodieren lassen. Aber jetzt wäre es, also ich habe noch eine einzige persönliche Merkmal. Ich bin ja überflutet worden in Brühl. Wir haben einen kleinen Bach daneben und stand dann in meinem Wohnzimmer bis zu den Knien im Wasser. Das ging ganz schnell. Und ich kann nur sagen, wenn ich nicht schon vorher ein großer Freund von kollektiven Gütern gewesen wäre, jetzt wäre ich es geworden. Ein kleiner Deich hätte geholfen. Ja, weil es war nicht nur mein Haus, sondern wir wohnen in einem alten Bauernhaus, das zerlegt ist. Und da stand überall das Wasser. Ja. Das ist eine existenzielle Erfahrung, die lehrt Sie. Sozusagen privates Eigentum, privates Einkommen ist nicht alles. Es bedarf einer kollektiver Vorkehrung. Nicht? So, und jetzt... alles das als auch als Anregung, um ich will da nichts Endgültiges zu sagen, aber doch sagen, das soll man ganz, ganz ernst nehmen. Jetzt zum versöhnlichen Ausklang. Konservatismus als Praxeologie statt als Retro-Utopie. Und da würde ich sagen, der Konservatismus muss in der Gegenwart ankommen. Es ist ja nicht meine Angelegenheit, Ihnen das zu predigen, aber ich würde vorschlagen, sich das mal vorzustellen. Und welche produktive Aufgabe könnte das haben? Meine Ansicht ist, zum Teil auch der Grund, weshalb mich das so interessiert hat, hierher zu kommen. Meine Ansicht ist, in einer Zeit beschleunigten Wandels und technokratischer Versuchungen, das heißt undemokratischer Planung, so kann man das nennen, wird ein konservativer Flügel in der Demokratischen Republik dringend gebraucht. Als loyale Opposition gegenüber dem Zeitgeist. Ja? Als loyale Opposition. Wie man das in England immer gesagt hat, Her Majesty's Loyal Opposition. Zeitweilig auch als Regierung. Eine Maxime für politisches Handeln, und da zitiere ich jetzt einen, das werden Sie nicht glauben, dass das von dem ist, ja? Lenin, berühmter Konservativer. Zweimal messen, einmal abschneiden. Ja? Bevor du abschneidest, denk dir das sehr gut, guck sehr, sehr gut hin. Zweimal messen, einmal abschneiden. Zögern. Nicht drauf los. Ja? Und das ist interessant. Also, das hat er geschrieben, als er schon Regierungschef oder Staatschef oder was immer war und merkte, wie diese ganzen Maßnahmen ins Nichts gingen, die man da verschrieb oder nur noch mit Gewaltanwendungen durchsetzbar waren. Zweimal messen, einmal abschneiden. Und heutzutage gibt's ja so einen Politikstil, der sagt, erst zweimal abschneiden und dann messen wir hinterher nochmal, ob es richtig war. Ja. Und das kann ja auch, wenn es eilig ist, muss das nicht vollkommen falsch sein. Dreimal abschneiden. Er sagt dreimal abschneiden und unterstreiche das völlig. Ja, dreimal ist besser als zweimal. Und es muss aber Leute geben, es muss eine politische Kraft geben, die gegenüber dem technokratischen Überschwang oder auch der technokratischen Panik die Kraft hat zu sagen, da denken wir doch lieber nochmal nach. Ja? Und wenn man jetzt sagt, die Demokratie ist die politische Form, die wir heute haben und wahrscheinlich noch lange haben werden, und man guckt jetzt, was ist eigentlich schiefgegangen in den westlichen Demokratien, dann würde ich sagen, überall die Zersetzung sozusagen dieses Gegenpols, dem ich wahrscheinlich nie angehören würde, aber den ich mir wünschen würde, dass der da wäre, und artikuliert, eine Gegenposition vertritt, artikuliert, zivilisiert, man da reden kann, das kommt mal so raus, ein bisschen wird sich das dann irgendwie auch in der Mitte treffen.
Aber die Abwesenheit dieses Art von konservativer Praxeologie ist nicht gut für eine Gesellschaft. Im Gegenteil, nicht wahr? Sie verhindert Lernen und sie führt zur, dann auch, dass diejenigen, die eigentlich vertreten werden müssten von Ihnen, sozusagen sich dann irgendwo in irgendwelchen Gegenden treffen, wo sie sehr leicht zum Gegenstand der Beobachtung eines sogenannten Verfassungsschutzes gemacht werden können und damit mundtot gemacht werden können. Und damit selbst in der Mitte einer das, was die aufgreifen, nicht mehr sagen kann. Weil es sonst heißt, du hast ja, sagt ja dasselbe wie die. Das geht sogar mir so. Ja, ja. Und da muss man sagen, das ist nicht nur für den Einzelnen gefährlich. Wenn sie jetzt emeritiert sind, ist es egal, ich bewerbe mich um nichts mehr. Das ist nicht nur für den Einzelnen gefährlich, sondern es ist für die Gesellschaft gefährlich. Ja, also, kurz und gut, ein Konservativer könnte jemand sein, der Wert und Würde des Erreichten gegen seine Verächter so lange verteidigt, wie man das mit guten Argumenten kann. Der darauf besteht, dass die in der Geschichte gespeicherte Erfahrung praktisch nutzbar gemacht wird. Und dass wir nicht einfach hier sitzen und von vorne anfangen. Gegen den libertären Individualismus à la Ayn Rand und gegen elitäre Technokratie. Die glaubt, wir wissen alles besser, dann machen wir das doch mal. Und das kann man den Leuten eh nicht erklären. Und so. Und die Verteidigung von Moral Sentiments und eingelebten Lebensformen gegen Rationalisierung im Widerspiel, nicht unbedingt im Feindschaft, im Widerspiel mit Progressismus und Libertarianismus als Gegenpol gegen einen sozusagen freilaufenden Modernisierungseifer. Ja. So, und das muss man aber können. Wir würden da vielleicht sogar auf entgegengesetzter Seite stehen in manchen Sachen. Aber eine gute politische Ordnung muss pluralistisch sein. Sie braucht Gegenpole. Allerdings solche, die einander zuhören. Und darauf zu bestehen, könnte auch ein wichtiger Beitrag eines mutiger gewordenen, zur gesellschaftlichen Mitte sich rechnenden Konservatismus zur demokratischen Politik sein. Und damit schließe ich.